Peter Böhringer, MdB-YouTube-Kanal, immer noch Ende September 2018. Diesmal soll es in diesem Take um die Bundestagsdebatten selbst gehen, um einige ausgewählte. Wir hatten eine Beschlussempfehlung im Plenum, Verurteilung der Türkei für deren völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Syrien. Eigentlich keine Überraschung und auch nicht zum ersten Mal dabei. Im Prinzip bekommen wir verbal meistens auch Unterstützung von Links und Grünen an dieser Stelle, denn es ist eindeutig, es ist völlig eindeutig, bis mit Ausnahme der rabulistischen Juristen der Großen Koalition geben eigentlich alle inzwischen zu, dass die Türkei völkerrechtswidrig in Syrien ist. Es sind auch andere, das stimmt, aber die Türkei in jedem Fall. Schon recht brutal, was da teilweise abgeht, und wir wollten mal wieder eine Verurteilung herbeiführen. Ist aus metapolitischen Gründen mal wieder nicht zu einem fraktionsübergreifenden Beschluss gekommen. Aber wir versuchen das, wir werden es immer wieder versuchen. Wir werden auch an dieser Stelle nicht nachlassen. Und ich finde es wirklich schwach, auch von den Linken und von Grünen an der Stelle nicht einfach mal mitzustimmen. Dann eine Aktuelle Stunde, die wurde zwar von uns beantragt, hatten aber auch andere auf der Agenda. Es war ja naheliegend, es musste geradezu sein. Sie hieß dann das Agieren der Bundesregierung in Sachen Chemnitz und in der Causa Maaßen. Ja, Maaßen ist abendfüllend. Es ist nicht in Ordnung, wie mit ihm umgesprungen wurde. Er hat zwar einen Fehler gemacht, indem er ein Video in Chemnitz als authentisch bezeichnet hat, was letzten Endes authentisch war. Nur dieses Video besagt nichts. Es war ein 18-Sekunden-Clip, in dem letzten Endes ganz sicher alles nur keine Hetzjagden zu sehen sind. Die Bundesregierung hat sich aber auf Hetzjagden, man betone den Plural, berufen, und alle Medien haben es nachgeplappert. Das ist völliger Blödsinn. Sie haben nicht stattgefunden in dieser Form, und trotzdem muss Herr Maaßen an dieser Stelle gehen. Und dann gab es noch den Nachschlag. Es wurde ihm auch keine Beförderung gegönnt. Nun ist er bei gleichen Bezügen im Innenministerium angestellt und sein Schicksal ist zu 100% mit Seehofer verwoben. Und wenn nach der Bayernwahl Seehofer fällt, was durchaus möglich ist, dann ist Herr Maaßen gleichzeitig auch noch ganz weg. Und so kann man, ohne dass man Fehler macht, in diesem System fallen. Oh, er hat System gesagt. Diesem politischen System. Das wir nicht abschaffen wollen, das wir eher wieder auf seine Grundlagen stellen wollen, auf seine rechtsstaatlichen Grundlagen zurückführen und auch ein paar Auswüchse im medialen und im machtmissbrauchenden Exekutivbereich abstellen wollen. Die Medien haben sich auch nicht in Ruhm bekleckert bei der Chemnitz-Berichterstattung. Es gab die Hetzjagden nicht, trotzdem hat man exakt das Narrativ der Bundesregierung übernommen. Man hat es auch weiter gesponnen, man hat es sogar unterfüttert mit Fake News. Die Tagesthemen, die altehrwürdigen Tagesthemen haben es geschafft, eine Hooligan-Demo und echte rechtsradikale Auswüchse bei dieser Demo bis hin zum Hitlergruß reinzuschneiden in einen Demobericht von der AfD. Und das war ein Schweigemarsch, in dem nichts passiert ist, aber auch gar nichts, was irgendwie angreifbar war. Hier wurden die Hitlergrüße reingeschnitten, das ist kein Versehen, sowas durchläuft X-Qualitätskontrollen. Es war für jeden ersichtlich, der auch nur ein bisschen dabei war. Es war volle Absicht, finanziert mit GEZ-Geldern, zwangsfinanziert. Und der SWR, Südwestrundfunk, hat es noch getoppt, das Ganze. Eine Unterproduktionsfirma von ihm hat einen AfD-Stand nachgebaut, auf dem dann auch rechtsradikale Szenen nachgespielt wurden. Mit diesen Methoden wird gearbeitet und es wurde hinterher, wie das so üblich ist, wenn man denn erwischt wird, und man wurde hier erwischt, bezieht man sich auf das Satire-Paragraphen, auf den Artikel 5, 3 oder 4 Grundgesetz, in dem die künstlerische Freiheit plötzlich ganz viel mehr darf. Und das wurde am Ende auch von allen übernommen, obwohl es hochgradig unglaubwürdig war. Es war natürlich Absicht. Es sollte nicht als Satire verkauft werden. Aber ja, hinterher keinerlei Einsicht da. Ja, und in diesem Umfeld wundert es dann auch nicht mehr, wenn Frau Merkel von dem Verband der Zeitungsverleger, anderen Medienverband, doch ernsthaft den Ehrenviktoria für ihr politisches Lebenswerk bekommt. Von Presseleuten wird eine Politikerin ausgezeichnet. Presse sollte sich auf Abstand halten. Das war einmal guter Usus bei der Presse. Man ist komplett im Bett, man ist gemein mit der Regierung, es ist reiner Systemfunk und ja, kritisch ist daran gar nichts mehr. Das Einzige, was an dieser Presse kritisch ist, ist ihr Geisteszustand. Im Plenum weiter ein Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes. Das ist natürlich schon ein starkes Kaliber. Und es ging um den Artikel 4.2 des Grundgesetzes. Ich betone 4.2, denn 4.1 wäre die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, die sogenannte Religionsfreiheit, die niemand in Abrede stellt. Jeder darf an glauben, was er will, an Allah, an Gott, an Christus, an Buddha, an den Klabautermann oder an gar nichts. Das stellt niemand in Abrede bei der AfD in keiner Weise. Es
ging in Artikel 4 2 Grundgesetz. Dort ist die sogenannte Religionsausübungsfreiheit normiert. Ausübung, was völlig anderes. Hier geht es darum, Auswüchse in der Ausübung der Religion, zum Beispiel Hasspredigten, der normalen Gerichtsbarkeit zuzuführen. Und das ist zulässig. Natürlich, es muss zulässig sein. Jedes Grundrecht steht in Konkurrenz zu allen anderen. Und wenn Hass gepredigt wird, und das wird durchaus getan, lassen wir jetzt mal Beispiele weg. Das gilt für alle Religionsgemeinschaften gleichermaßen, aber es ist naheliegend, dass die Religion, die schon in ihrem Grundbuch in 50 bis 70 Suren gewaltverherrlichende Dinge drin hat, die natürlich in Moscheen gepredigt werden, dass die gemeint waren. Das geben wir auch ganz offen zu, aber formuliert war das Ganze neutral. Es gilt natürlich für jede Religionsgemeinschaft. Völlig klar, so wie das mit einem neutralen Gesetz sein muss. Und diese Konkurrenzsituation von Grundrechten mit anderen Grundrechten ist völlig normal. Das Einzige, was der Gesetzgeber vergessen hat an dieser Stelle, ist, den Artikel 4 mit in diesen Kanon reinzunehmen. Er wurde etwas absoluter gesetzt. Es wurde vergessen, das Verfassungsgericht darüber urteilen zu lassen, ob man so ein Grundrecht verwirken kann, wenn man es denn bei der Ausübung der Religion missbraucht. Genau darum ging es. Nur darum, es gibt den entsprechenden Artikel 18 des Grundgesetzes, der genau dieses Prozedere bereits vorsieht. Wir wollten den zur Anwendung bringen, auch auf die Religionsausübungsfreiheit. Und was wurde dann nicht wieder für ein Blödsinn erzählt im Bundestag dazu? In der Debatte wurde natürlich genau das gesagt, was wir eben nicht gesagt haben, dass wir die Religionsfreiheit antasten wollen, dass wir dem Islam irgendwie sonderkritisch sehen. Das ist nicht so. Es ist ein Recht, das auf alle gleichermaßen anwendbar ist. Und wenn eine Religion eines Tages in der Praxis besonders betroffen wäre von einer solchen Kontrolle der Religionsausübung, dann hat das wohl Gründe. Und die sollte man sich dann vielleicht auch mal genauer anschauen. In jedem Fall, das wird weitergehen, ist in die Ausschüsse verwiesen. Bin gespannt, wie das Thema weitergeht. Wir werden dazu auch berichten. Wir haben gefordert, eine Enquete-Kommission Afghanistan einzusetzen. Was man nun nach 17 Jahren doch wirklich auch mal tun müsste. 17 Jahre Afghanistan. Das Land ist zu 60% von Taliban beherrscht. Es ist der größte Opiumproduzent der Welt. 70% des Rohopiums kommen aus Afghanistan heutzutage. Es ist niemand dort sicher. Und die vielen Beispiele, die uns dann um die Ohren geschlagen wurden von Verbesserungen. Es gibt doch jetzt Mädchen, die in die Schule gehen können. Und irgendwo darf man in irgendeinem Winkel im verbunkerten Kabul vielleicht auch mal ohne Schleier rumlaufen oder sowas. Das ist lächerlich. Dieses Land ist ganz sicher unsicherer als 2001, als dieser Krieg begonnen wurde. Auch das damals, wenn man es genau nimmt, völkerrechtswidrig, aber das stand jetzt gar nicht zur Debatte. Es ging nur um eine Evaluierung dieses Einsatzes, der schon x-mal verlängert wurde, den wir permanent alle 3 Monate verlängern im Bundestag, gegen unsere Stimmen natürlich. Und jeder Soldat, der von dort zurückkehrt, weiß, dass das ein Wahnsinn ist dort. Und dass nichts gewonnen wird. Unser Redner selbst war selbst Soldat in Afghanistan und hat berichtet live, aber die anderen haben das nicht zur Kenntnis genommen. Das heißt, auch da wurde wieder behauptet, handwerklich schlecht gemacht, ideologisch fehlgeleitet, das ganze Programm hassgeleitet und ihr wollt doch eigentlich was ganz anderes. In Wirklichkeit weiß jeder in der Bundeswehr, dass das ein völlig gescheiterter Einsatz ist und wir sprechen nur aus, was die Spatzen von den Dächern pfeifen. Nur im Bundestag, in diesem Tempel der Realitätsverweigerung, kommt diese Botschaft nicht an. Eine Information am Rande noch, die auch in dieser Plenumswoche bekannt wurde, durch eine Anfrage der AfD. In Deutschland fahndet der Staat nach 643.000 Menschen. So viele sind aus der Flucht und nach denen wird formell gefahndet. Und die Quote ist 450.000 Ausländer. Das ist die Größenordnung. 450.000, also fast 75%. Dieser 643.000 Menschen sind Ausländer. Und jetzt fragen Sie sich noch, ob wir ein Ausländerproblem haben, ob wir ein Zuwanderungsproblem haben oder nicht. Natürlich haben wir das. Das ist überhaupt keine Frage. Die Statistik gibt es her. Und es bedarf immer wieder solcher Anfragen, obwohl die Statistik längst der Polizei bekannt war. Jeder, der in Gefängnissen Dienst tut, weiß das. Speziell bei Schwerkriminellen und in Großstädten ist die Quote sogar noch höher. Das zeigt, ist Ausdruck einer totalen Überforderung der Sicherheitsbehörden. Und das sind Dinge, die eben auch nur durch permanentes Bohren kommen, obwohl es die Pflicht der Bundesregierung wäre, des Innenministeriums, diese Dinge rauszugeben. Ansonsten ganz viele Einzelpunkte. Einer ist vielleicht noch von allgemeinem Interesse. Den wollte ich dann doch noch vorlesen. Es ging um Tierquälerei. Die EU in ihrer unendlichen Weisheit schafft es doch tatsächlich, halal geschlachtete Tiere, also die Schächtung,
die Tiere, die brutal und grausam ausbluten durch das halale Schächten, dieser Tötungsmethode, dieser Schlachtungsmethode das europäische Gütesiegel ökologischer, biologischer Landbau zu verleihen. Und das hat tatsächlich gehalten vom Europäischen Gerichtshof, beziehungsweise es wird jetzt geklärt. Es wird erst noch geklärt, aber dann auf die Idee zu kommen, diesen Wahnsinn auch noch als ökologisch, biologisch und irgendwie gut zu verkaufen, diesen brutalen 10.000-fachen Tierquälerei, die jeden Tag stattfindet, das ist eine Perversion. Und also im Antrag hier steht, ein Tier bei vollem Bewusstsein ausbluten zu lassen, kann unmöglich die Schlachtmethode sein, bei dem das Tier so wenig wie möglich leidet. Und es gibt genügend Filme im Internet, wo das mal genau dokumentiert ist, das ist nur was für starke Nerven, wie ein Tier verendet, wenn es halal geschlachtet wird. Ja, aber der Hintergrund ist natürlich auch hier der immer größere steigende Anteil von Muslimen in Europa. Inzwischen gehen viele Schlachthöfe dazu über, alle Tiere nach den islamischen Riten zu schächten, so dass man dann irgendwann auch den Ungläubigen dieses Halal-Fleisch unterschiebt und irgendwann wird es nichts anderes mehr geben als halal geschlachtetes Fleisch, weil die Muslime ja sonst aus Versehen einmal nicht halal geschlachtetes Fleisch erwischen könnten und das kann ja überhaupt nicht sein. So weit ist die Islamisierung bereits fortgeschritten in diesem unseren Land, in dem man einmal gut und gerne leben konnte. Und ja, soweit die Berichterstattung aus dem Plenum für diese Woche. Ich könnte noch stundenlang weitermachen. Das waren die High- und Lowlights. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie diesen Kanal.